Oh, war schon wieder Schlüssel vergessen. Das ist der Autoschlüssel. Boah, wie kann man so verplant sein? Ich bin irgendwie hier in diesen Scheißladen reingekommen. Ah, wir haben hier irgendwas drauf abgelegt. Vielleicht war einer dabei. Ha! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute mit Mr. Nice zu einem Kollegen von mir. Und da geht es heute um ein Thema, was mich sehr interessiert und wo ich auch mega Bock drauf habe. Ich hoffe, man sieht mich. Ich habe mir so ein komisches Gimbal gekauft und kann, glaube ich, gar nicht damit umgehen, aber ist irgendwie cool. Auf jeden Fall fahren wir, lasst euch überraschen, wir fahren zum Kollegen von mir, da habe ich mega, mega Bock drauf und ich hoffe, euch gefällt es auch. Bis gleich, ciao. Boah, ey, ich muss gerade nochmal sagen, ey, ich enjoy das so brutal, mit mal wieder mit so einem Koffer zu fahren. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich glaube seit, ups, warte, Kamera ist weg. Ich habe jetzt seit circa einem halben Jahr keinen mehr und ey, fehlt echt. Ich kann es nur sagen, jemand, der ihn hat, tu den nicht verkaufen, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Das ist schon geil. Wir sind angekommen. Natürlich hat mich Mr. Nice gut hierher gebracht. Wo sind wir denn hier? Verdammt, ey. Das sieht ja alles hier so modern aus. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Deine Aufnahme, Andi. Ist deine Aufnahme, weißt du? Okay. So. Obagam. Was macht er denn hier so den ganzen Tag? Außer arbeiten. Ja. Läuft Online-Shop alles gut? Es könnte besser laufen. Es ist schwer Anfang. Ja, genau. Der Anfang. Ja. Wir sind am Anfang. Wir haben heute Behindertenwerkstatt hier gehabt, wo wir demnächst verpacken und konfektionieren und sowas drum und dran. Ja. Und ja, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also so richtig Action hier, ja. Ja, so richtig, ja. Also du siehst, wir geben uns auch Mühe, es gut zu machen. Ne? Wir haben auch extra Kameras gekauft für Millionen von Euro. Für mich heute? Für dich. Weil, ne, ich meine, du machst ja auch, machst schnelle Autos, ne? Ja, genau, musst auf Top-Kamera. Ein bisschen schneller sein, ne? Montiert wird. Auf was? Reifen. Radreifen, Kombis, Gummi auf Felge, ja. Auf seinen Robotern weltweit, für alle. Ah, ja, jetzt. Genau. Keinen anderen mehr. So. Ha. Ha. Genau. Den würdest du prominent natürlich am besten da reinsetzen. Wohin? Also in die Mitte dieser Garagen. Ja. Können wir machen. Kannst du mir ruhig geben? Hier kannst du irgendwas finden. Läuft das? Das läuft gerade. Das läuft. Und das läuft. Mal, du musst das Ding eigentlich so nehmen. Ja, genau. Und damit den Joystick. Den Joystick, ja. Aber also, weißt du, wem sagst du das, ne? Ich glaube, du hast nicht auch, so viel Ahnung davon, oder? Nee, genau. Jetzt hast du vor allem auch nicht mehr Upside Down. Jetzt hast du die richtige... Jetzt hat der Andi auch mal das richtige... Jetzt kann man auch GoPro lesen. Also der Koffer ist der übelste Liebhaberkoffer, ja. Der Kunde bringt mir direkt hier Deckenschutz, darf nichts dreckig werden. Ja, habe ich verstanden. Also bleibe ich auch direkt draußen, weil ich kann mich eh nicht benehmen. Ei. Das Ding hat richtig scharfe Nocken, ne? Du hörst schon, dass der im Leerlauf so leicht so unrund läuft. Ja. Und das kommt von der Ventilüberschneidung. Hör mal, wenn ich ein bisschen höre. Hörst du dieses Bobo? Ja, klar. Du, weißt du, guck mal, ich hatte in meinem Kadett C Sauger übrigens damals eine 328er Nocke. Der hatte Standgas bei 4.500, damit der überhaupt lief. Verdichtung, Achtung, 12.5:1. Ja, top. Der hat ja keine Verdichtung, aber der hat ordentlich Ladedruck. Aber dafür sind wir beide nicht ganz dicht. Ja.
Yeah. Und der macht sogar einen Block. Jetzt auch geben. Cool. Motorhaube muss natürlich auf, ne? Drehst du eigentlich schon? Gut. So, Andi, ja. Jetzt hast du mir schon wieder dein Spielzeug in die Hand gedrückt. Ich wollte doch nur noch eine Sache ausprobieren. Ach, komm mal gerade näher. Ist das so ein Fahrzeug, wie du es gebaut hast? Pass auf, ich gebe dir jetzt mal deinen eigenen Kamera. Das kannst du mal selber sehen. So, das ist mein Freund, der Chris. Und wir hatten gerade eine Kleinigkeit gedreht, das werdet ihr, glaube ich, später auch mal sehen. Und der Chris hat hier so ein kleines Filmstudio und das ist mega cool hier, denn hier liegt total viel Zeug rum, was ich cool finde, was mega interessant ist. Zum Beispiel hier, guckt euch mal diesen Helm an, den wollte ich schon immer anziehen. Der ist original. Passt auf. Steht mir. Ich glaube, ich müsste auch mal in die Wüste testen, wie das da so läuft. Wer noch nicht das geschaut hat, hier, guck mal. Wann läuft das, Chris? Jeden Dienstag um wie viel Uhr? 22.15 Uhr. Zieht euch das mal rein, das soll irgendwie ziemlich lustig sein. Abgefahren. Zudem ist der Chris noch ein Mega-Kaffee-Liebhaber. Er hat eine eigene Kaffeemarke gegründet, die heißt Café Colonia. Und ja, er hat mir hier mal ein paar Kaffee gemacht. Er ist so richtiger Liebhaber, was so Sachen angeht. Mega cool. Das hier ist zum Beispiel so ein ultimativer Temper. Wer sich damit so ein bisschen auskennt, weiß schon, was hier Phase ist. Ja, zur Not würde ich vorschlagen, checkt mal aus den Channel Café Colonia auf YouTube. Ich verlinke euch den. Und da werdet ihr regelmäßig irgendwie, wenn ihr auch Kaffee-Liebhaber seid, ein paar Videos zu sehen. Was macht er? Und ja, das ist zum Thema, der ist fertig mit der Welt. Café Colonia. Und der Andi war schon vorher da. Und der Andi sagt bye bye zu euch. Andi, supi, also eigentlich. Der ist ja hier, weil er die geilen Autos hat. Er ist der, um den es geht. Der Kaffee, der hilft ihm ja nur dabei, die geilen Sachen so zu machen. Das bringt mir die Energy. Yeah. Ja. Okay. Also. Ciao, ciao. Hau rein. Tschüss. Macht's gut. Tschö. Hört man das? Ich liebe diesen Leerlauf, ne? Also, wenn ich würde am liebsten in meinen Outback auch so scharfe Nocken einbauen, damit der an der Ampel wenigstens brop, 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 brop. Oh, ja. Wir sind back in Zubi City. So, ich musste eigentlich einfach wieder die Kamera anmachen, weil der Sound einfach so geil von dem Koffer ist.